glaube, eigentlich geht es nur darum, dass ich hierdurch modern, stylisch, cool, digital und in irgendeiner Weise wie eine Unternehmerin wirke. Hallo meine Liebe und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin Chris Mikus und hier bist du richtig, wenn du ein Leben und ein Business gründen möchtest, das du wirklich liebst. Und heute geht es um das Thema Verkaufen. Online verkaufen, Selling, wie auch immer du es nennen möchtest. Das, was die meisten von uns entweder gar nicht machen, falsch machen oder irgendwie, weiß ich nicht, unter den Tisch so weg. So. Weg, weg, nie gesehen, machen wir nicht, tschüss. Und deswegen sich wundern, warum ihr Business nicht läuft. Und kurz zu meinem Background. Ich muss mich immer wieder etwas bequemer hinsetzen. Ich habe sehr viele Jahre in der Beratungsbranche gearbeitet und da gehört es irgendwie dazu, dass man auch verkaufen kann. Und ich muss sagen, dass ich auch wirklich sehr, sehr gerne verkauft habe. In dem Zuge habe ich aber auch sehr, sehr viele Verkaufsseminare, Schulungen, One-on-One-Verkaufstrainings und was auch immer dazugehört gemacht. Ich muss sagen, ich habe immer meinen eigenen Weg gefunden. Und gerade online muss ich momentan sagen, und ich bin nicht der Fan davon, andere runterzumachen, aber ganz ehrlich, lassen uns doch mal bitte über diesen Elefanten im Raum reden. Es ist unerträglich, wie viele Leute online anscheinend vergessen, wie man verkauft. Ich weiß nicht, ob du die 7 Stufen des Verkaufsprozesses kennst, aber die erste Stufe des Verkaufsprozesses ist es mit Sicherheit nicht zu sagen, hey, dein Leben ist scheiße, dein Leben ist total nichts wert, du kannst gar nichts, dein Business ist nicht gut, aber ich bin ja hier und ich kann dir jetzt helfen. Und du musst gar nichts dafür tun, außer mir Geld geben und schon wirst du ein wunderbares, tolles und großartiges Leben führen. Nein, das ist falsch. Also, kurz und knapp, weil das Modul kommt gerade im Members Club und ich möchte natürlich nicht so viel vorab nehmen, möchte ich dir die Sachen teilen, die ich finde, die wichtig sind, um online zu verkaufen, meine Tipps geben und vielleicht ein bisschen dein Mindset ändern, wenn es um diese Art zu verkaufen geht. Das Erste, was ganz, ganz wichtig ist, damit du überhaupt in irgendeiner Weise online verkaufen kannst, ist, dass du selbstverständlich weißt, wer dein Zielkunde ist und an wen du verkaufen möchtest. Ich werde dir hier kurz ein Video verlinken, was du unbedingt dazu ansehen musst, denn das geht genau um Caro, das ist nämlich mein Zielkunde und wie ich da hingekommen bin und wie ich es dir empfehlen würde. Das ist sogar ein kleiner Ausschnitt aus dem Members Club. Du kannst es dir, wie gesagt, gerne anschauen und ich hoffe, es wird dir helfen und wird dazu führen, dass du in irgendeiner Weise das Gefühl hast, du hast klarer vor Augen, mit wem du eigentlich sprichst. Denn das ist ganz wichtig, wenn du verkaufen möchtest. Das Zweite, wenn du eben Caro definiert hast für dich, ist, dass du überlegst, okay, was steckt eigentlich dahinter? Also warum kauft jemand? Und das ist das, was ich gerade angesprochen habe hier mit meinem Apple Pencil. Wenn du etwas kaufst, dann gibt es natürlich die harten Fakten, warum du etwas kaufst. Zum Beispiel, ich möchte jetzt ein iPad haben, weil ich brauche eine Möglichkeit zu schreiben und ich brauche eine Möglichkeit, meine To-Do-Listen online zu führen und ich brauche eine Möglichkeit, Bilder zu bearbeiten. I don't know und möchte damit möglichst flexibel sein. Dann gibt es aber natürlich noch einen Grund, warum ich ein Apple iPad kaufe und kein anderes Tablet. Und dadurch ist die Markenidentität, die Brand von Apple, sehr, sehr, sehr entscheidend. Das heißt, Apple ist eben eine Marke, die repräsentiert ein gewisses Gefühl, eine gewisse Emotion. Und ich hoffe mir, dadurch, dass ich mich von diesem Apple iPad inspirieren lassen habe, dass ich es unbedingt in meinem Leben haben möchte mit diesem wunderbaren Stift dabei, löse ich damit eine Emotion aus oder bei mir löst sich eine Emotion aus, die denkt, was ich gerade gesagt habe, hey, ich bin damit flexibel, ich habe ein stylisches Produkt, das ist irgendwie minimalistisch, das ist schön designt, das ist hochwertig, es ist natürlich überteuert, ich glaube, das wissen alle Apple-Besitzer, aber es lohnt sich komplett, denn diese Emotionen, die ich dadurch habe, dass ich ein Apple-Nutzer bin, neben den Fakten wie Kompatibilität und was alles dazugehört, ist es trotzdem eine emotionale Welt. Und wenn du verkaufst an deine Kunden, musst du dir überlegen, welche Emotionen sprichst du damit an. Das Beispiel bei mir ist zum Beispiel im Members Club, dass ich sage, okay, logischerweise kriegst du dadurch Informationen für dein Business, für dein Online-Business, jeden Monat super komprimiert zusammengestellt, sodass du exakt weißt, was du tun musst. Zusätzlich hast du die Möglichkeit, mir Live-Fragen zu stellen. Zusätzlich hast du eine Community, die dich unterstützt. Und zudem ist alles flexibel und du kannst es zu jeder Zeit an jedem Ort nutzen. Das sind sozusagen die harten Fakten, die für meinen Members Club sprechen. Dennoch ist der Grund oder der Hauptgrund, warum meine Member in den Members Club kommen oder da drin bleiben, nicht nur diese Fakten. Diese Fakten sind irgendwie selbstverständlich für mich fast schon, denn selbstverständlich ist es ein erstklassiges Programm mit guten Inhalten und mit Flexibilität und mit einer Möglichkeit, mit mir einen Workshop zu halten. Der Grund, warum aber meine Member im Club sind, ist das Gefühl, was sie haben, wenn sie dieses Ergebnis durch den Club haben. Man fängt an, hat eine Idee oder möchte sein Business voranbringen oder hat ein Business, was zwar schon da ist, aber noch nicht erfolgreich ist und kommt in den Members Club. Dann ordnet man sich ein, je nachdem, wo man in seinem Erfolgsweg steht. Und dann hat man eine Art von Modulen oder sehr, sehr viele Module mittlerweile, die einem empfohlen werden, die man belegen soll. Und zusätzlich jeden Monat ein neues Modul, was man mit mir aktiv machen kann.
Und dadurch hat man das Ergebnis, dass das Business erfolgreicher wird, dass man überhaupt erstmal ein Business auf die Beine stellt und dass man irgendwann die Möglichkeit hat, wenn man vielleicht nebenberuflich anfängt, von zu Hause aus zu arbeiten, eine eigene Firma aufzubauen, die online repräsentiert wird, seine eigenen Regeln zu machen, sein eigenes Team einzustellen, seine Zeit frei einzuteilen. Das heißt, das ist das emotionale Bedürfnis, was meine Member haben. Klar möchten sie super Inhalte und ihre Zeit effektiv nutzen und hochwertige Inhalte haben, die natürlich auch authentisch verkauft werden und nicht in irgendeiner Weise Sales-Drängerei ist. Aber das Ergebnis ist eigentlich die Emotion dahinter. Ich bin unzufrieden in der Situation, wo ich gerade bin, weil ich möchte lieber bei meinem Kind sein und oder zumindest mittags mit meinem Kind zusammen sein, als irgendwo in einem geschlossenen Büroraum sitzen. Ich merke, dass ich in Teilzeit nicht die gleiche Karriere machen kann, die ich vielleicht vorher machen konnte. Mein Job befriedigt mich nicht, weil ich eigentlich ganz andere Interessen habe, auch wenn ich das vielleicht nicht in meinem Studium gemacht habe. Oder ich möchte, keine Ahnung, irgendwie mehr reisen, mehr von unterwegs arbeiten und nicht in irgendeiner Weise an einen Tisch gesetzt werden. Oder bei mir der Punkt, ich möchte einfach keinen Chef haben, weil ich einfach meine Ideen selbst umsetzen möchte und denke, ich kann damit mehr helfen, als wenn ich einfach irgendwas umsetze, was mir eine Konzernstruktur vorgibt. Und dieses Gefühl zu haben, ich stehe auf, ich bin in meinem Büro, nach meinen Bedingungen, mit von mir aus meinen Mitarbeitern und wenn ich 70 Stunden arbeite, tue ich das für mich. Und wenn ich sage, die Sonne scheint und ich gehe mit meinem Kind auf den Spielplatz, tue ich das auch für mich. Und diese Emotion, die da entsteht, dieses flexible Arbeiten, dieses von überall aus Arbeiten, dieses einen Unterschied machen, Leute berühren, kreativ sein, eigene Ideen umsetzen, das ist das, was mein Members Club am Ende hat. Das ist das Ergebnis, was du erreichen kannst, wenn du mitmachst. Natürlich mit einer Community, dass du nicht alleine bist, dass du dich austauschen kannst, etc. Überleg dir also, wenn du verkaufen möchtest online, warum kauft jemand wirklich? Nicht nur ein Problem, was er lösen möchte, wie zum Beispiel, man weiß nicht, wo man anfangen soll, man weiß nicht, was man online machen soll, man hat nicht die Zeit, alles auszuprobieren, man möchte wissen, was funktioniert, man möchte sich austauschen können, wenn man Fragen hat, sondern auch diese Emotion, die dahinter steckt. Du musst versuchen, beide Sachen anzusprechen, wenn du verkaufen möchtest. Der nächste Aspekt, der mir unglaublich wichtig ist und der ist wahrscheinlich auch der letzte Aspekt für dieses Video, denn sonst springe ich den kompletten Rahmen. Überleg dir, was du verkaufst. Ist das Produkt, was du verkaufst, so gut? Und das ist jetzt etwas, das darfst du mir nicht übel nehmen, dass ich das so sage. Das ist auch nichts, was du deinen Kunden wirklich so sagen sollst. Das ist nur etwas, was zwischen uns beiden sozusagen besteht. Und du musst dir sicher sein, dass du ein Produkt hast, egal ob das Schuhe sind, Babykleidung oder sonst was, was das hergibt. Wenn es das nicht hergibt, nimm es bitte sofort vom Markt oder verbessere es. Aber ist dein Produkt, deine Dienstleistung und was auch immer du anbietest, so gut, dass du rein theoretisch deinem Kunden empfehlen würdest? Das tust du niemals. Diese Art von Verkaufen machen wir nicht. Aber rein theoretisch ihm empfehlen würdest, einen Kredit aufzunehmen, um sich dein Produkt zu leisten. Ist dein Produkt so gut? Wenn du das Gefühl jetzt hast und sagst, lieber nicht, lass es. Dann mach es besser. Dann nimm ein anderes Produkt. Dann verbessere dein Produkt. Dann nimm es vom Markt und mach es neu oder gib es kostenlos an. Wenn du nicht das Gefühl hast, dass dein Produkt so lebensverändernd sein wird oder so gut ist oder so gut angenommen wird von deinem Kunden oder sein Problem so gut löst, dass du rein theoretisch sagen würdest, ob das jetzt 5 Euro oder 5.000 Euro sind, hey Chris, ich kann mit gutem Gewissen sagen, bitte nimm einen Kredit bei deiner Freundin, Mutter, Partnerin, sonst was auf, Bank auf, um dir mein Produkt zu leisten, weil es wird dein Leben verändern, dann musst du an deinem Produkt als allererstes arbeiten. Wie gesagt, das darfst du, ich habe noch nie einem meiner Kunden gesagt, bitte nimm einen Kredit auf. Ich habe noch nie einem meiner Kunden gesagt, oh, kannst du nicht irgendwas verkaufen, damit du dir mein Produkt leisten kannst. Und ja, das ist mir schon online passiert über eine Chatfunktion, wo ich gedacht habe, seid ihr noch ganz dicht? Ich habe auch noch nie irgendjemandem gesagt, hey, wenn du wirklich dieses Problem lösen wollen würdest und wenn es dir wirklich wert wäre, dein Business zu retten, dann würdest du mir das Geld geben. So verkaufen wollen wir nicht. Unsere Art von Verkaufen ist, dass wir denken, verkaufen ist helfen. Verkaufen ist helfen. Mit meinem Produkt helfe ich dir, ein erfolgreiches Business zu gründen. Mit meinem Produkt helfe ich dir, wenn es jetzt zum Beispiel das Mastermind-Programm ist, dass du in einem halben Jahr dein Business auf absolutes nächste Level gebracht hast und es eigentlich fast von selbst läuft. Das natürlich nur in dem Part, der von selbst laufen kann. Ich bin kein Fan davon, alles zu automatisieren, nicht falsch verstehen. Oder ich helfe dir, dass du einfach mich als Unternehmerin richtig positionierst. Egal was es ist, ich weiß, wenn ich mein Produkt verkaufe, auch wenn es die School of Happiness ist, ich weiß, jeder einzelnen Absolventin der School of Happiness ging es danach besser und um einiges besser. Das ist nicht fake, das ist nicht, oh, ach, mach mal, es ist okay, ich verspreche dir irgendwas und du hast das nicht davon. Jeder einzelnen Absolventin der School of Happiness geht es besser. Und ich habe mit jeder einzelnen gesprochen, beziehungsweise sie hat mir geschrieben. Das heißt, ich weiß, dass mein Produkt hilft und ich kann sagen, hey, das ist wirklich sinnvoll, das tue ich nicht, das würde ich auch niemals machen, das ist eine Art von Verkaufen, die machen wir nicht, irgendwo Geld auslösen. Aber das Gefühl zu haben für dich,
Ich helfe, indem ich mein Produkt verkaufe und mein Produkt ist so gut, dass man rein theoretisch dafür einen Kredit aufnehmen kann. Das ist unglaublich wichtig. Und ich glaube, wenn du diesen Mindset einmal hast, dass du erstens ein Produkt entwickelst, was so gut ist, wie gesagt, wenn es nicht so ist, dann mach bitte ein anderes oder ein neues oder verbessere es. Und der zweite Part zu denken, ich verkaufe nicht und das ist irgendwie eklig und ich versuche Leute irgendwas anzudrängen und aufzudrehen und das führt nur dazu, dass du dich nicht traust zu verkaufen. Geh davon aus, dass du verkaufst und dass du damit jemandem hilfst. Und schon hast du eine ganz andere Message hinter deinem Verkauf, weil du willst helfen, du willst keinen ärgern, du willst keinen irgendwo reindrängen. Du machst eigentlich alles anders, als es online aktuell gemacht wird. Nicht bei jedem, aber bei vielen. Und du hilfst mit dem Verkauf. Und damit hast du schon einen Riesenschritt getan in, wie soll ich sagen, einen vernünftigen Verkaufsprozess. Und damit fühlt es sich nicht mehr komisch an. Und wenn du dann noch diesen Aspekt hier im Hinterkopf hast, dass du überlegst, was ist das Ergebnis, was dein Kunde haben möchte, indem er dein Produkt kauft oder indem du sozusagen das Problem für ihn löst. Was ist diese emotionale Basis? Und du hilfst ihm nicht nur, das rein rationale zu lösen mit deinem Produkt, sondern auch diese emotionale Basis zu erreichen, dieses emotionale Gefühl zu erreichen. Dann wird sich plötzlich alles und unglaublich viel in deinem Leben erleichtern. Du wirst wissen, welche Message du senden musst. Du wirst die Einwandbehandlung viel besser machen können, wenn es im Verkauf geht. Und du wirst auch das für dich viel besser empfinden, wenn du weißt, okay, das ist das Ergebnis, die Transformation, emotional sowie rational, die mein Kunde haben möchte und ich helfe ihm dabei, dahin zu kommen. Wenn er noch nicht bereit ist, ist es okay, ich dringe ihn nicht. Wenn er noch Nachfragen hat und Einwände, ist es völlig okay, dann bedanke ich mich dafür, dass er diesen Einwand mit mir teilt und ich mache weiter. Aber ich dränge nicht, ich möchte niemanden zu irgendwas zwingen und vor allem, wenn ich nicht überzeugt bin davon, dass mein Produkt gut ist, dann mache ich es nochmal neu oder verbessere es oder sage das offen und ehrlich und versuche es zu optimieren. Aber das ist eine ganz andere Art zu verkaufen. Und das waren die Tipps, die ich dir mitgeben möchte. Zum Teil, wie gesagt, wir haben das Modul gerade im Members Club. Das sind nur ein paar Ausschnitte, die ich dir gerne teilen möchte, weil ich glaube, das ist eine wichtige Mindset-Sache, die jeden helfen und jeden interessieren könnte. Gibt es dazu ein Freebie? Ich glaube, es gibt dazu kein Freebie. Aber wenn du weitere kostenlose Tools möchtest, die dir helfen werden, ein Business zu gründen, das du wirklich liebst, dann geh gerne auf meine Webseite chrismikus.de/Ressourcen und die School of Happiness findest du unter, ich glaube, schoolofhappiness.de. Ist relativ einfach. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Ich hoffe, das Thema hat dir gefallen. Bitte, bitte lass mir mal einen Kommentar da, was deine Schwierigkeiten sind, wenn es darum geht, etwas online zu verkaufen, falls du ein eigenes Unternehmen hast. Und gerne auch die andere Perspektive. Also, wenn du als Kunde bist, was sind Sales-Erlebnisse, die du positiv fandest? Also, wo hast du etwas online gekauft und du hast es aufgrund der Art, wie es dir verkauft wurde, gekauft? Also, lass ruhig die Community daran teilhaben, welche positiven Verkaufserlebnisse du hattest. Bitte nenn keine Namen, denn sonst wird das hier irgendwie eine Werbeshow und dann habe ich Probleme. Aber einfach zu sagen, hey, das war das Produkt, das war das Problem, was es gelöst hat und diese Art von Verkaufen hat mir unglaublich gut gefallen. Das würde mich sehr freuen. Und der letzte Punkt, der mich auch interessieren würde, ist ganz schön viel jetzt für dieses Video, es tut mir leid, aber es würde mich sehr freuen, ist es für dich eine Option zu sagen, ich möchte wirklich nochmal einen Live-Call haben. Also, dass du wirklich sagst, ich möchte, dass man mit mir live spricht, nicht im Webinar, sondern wirklich, doch, vielleicht auch in einem Webinar, also one-on-one spricht, wenn es um eine große Summe geht, die ich investieren soll in einen Verkauf. Das ist nämlich gerade das, was ich auch den Membern empfehle im Members Club, dass man dieses Live-Selling, also dieses One-on-One-Selling durchaus machen sollte, egal ob es große oder kleine Summen sind. Aber da würde mich natürlich sehr interessieren, was du dazu sagst, ob du das noch machst, ob du das machen würdest, ob dir das helfen würde, ob du vielleicht eher sagst, oh, ich möchte mich nicht zeigen, ich kaufe nicht. Letztes, was ich gesagt habe, war, oh, ich möchte mich nicht zeigen, ich verkaufe lieber per E-Mail und dann hat mein Akku den Geist aufgegeben. Das heißt, nachdem ich dann 4 Stunden heute gefilmt habe, ist es dann wohl jetzt vorbei. Vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank, dass du zugesehen hast. Wenn dir diese Themen gefallen, wie gesagt, gerne einen Daumen hoch, abonniere gerne meinen Kanal, wenn du es noch nicht getan hast. Besuche meine Webseite, denke immer daran, verkaufen ist helfen und ich freue mich tierisch, dass du da bist. Wir sehen uns am nächsten Video wieder. Bis dahin, alles eigentlich Gute und vergiss niemals, glaube an deine Fähigkeiten, finde deine Stimme und du kannst alles. Einfach machen. Mittlerweile habe ich ganz schön viele Sprüche. Verkaufen ist helfen. Einfach machen. Oh, geht. Gründe dein Leben, das du liebst. Habe ich noch was? Erfolg ist die Fähigkeit, von einem Misserfolg zum nächsten zu gehen, ohne die Begeisterung zu verlieren. Das war Winston Churchill.